Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir haben in der letzten Folge da hinten die Raketenstartplattform gebaut und ich habe mal gerade geschaut. Ich glaube, den hier haben wir noch gar nicht gebaut. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Müssen wir gerade mal gucken. Nee, das ist dafür. Genau, der fehlt hier nämlich noch. Oder ist er hier? Terraform, nee, genau. Den brauchen wir noch. Ich würde sagen, den bauen wir direkt mal. habe ich Silizium habe ich rübergebracht. Das ist mittlerweile ja hier. Ich glaube, das Eisen können wir auch mal so ein bisschen verbauen. So, wir brauchen zwei Silizium. Wir brauchen ein Eisen, ein Kobalt. Kobalt haben wir wieder drüben. Na gut, Stück für Stück verlagern wir das ja eh hier rüber alles. Da brauchen wir bald nicht mehr hin und her rennen. Warte, was war das jetzt? Ach so, Kobalt, genau hier. Ach, das ist auch wieder ein großer Screen. Den könnten wir... Kennen wir den? Ich weiß es gar nicht. Hä, das ist... Doch das. Okay, das ist doch das. Ich dachte, das wäre das andere gewesen. Oder ein anderes. Ah, gut. Dann nicht. Dann bauen wir mal gerade hier noch so ein paar Kisten. Dann holen wir nämlich schon mal ein paar andere Sachen rüber. Ich glaube, hier in die Ecke würde ich noch Kobalt machen. Das ist ja auch so eine ganz rudimentäre Geschichte. Und dann können wir hier auf der Rückseite. Genau. Bauen wir weiter. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier so einen Zwischenraum. Hier können wir theoretisch so eine Crafting-Station bauen. Wir gucken mal gerade. Ach, kann ich leider gar nicht auswählen. So, nur um mal zu gucken. Aber genau, rein theoretisch könnte man das machen. Haben wir hier einen schönen Durchgang. Und dann holen wir gerade nochmal schnell ein paar Ressourcen hier rüber. Und hier müssen wir mal gucken. Da können wir eigentlich den Heater dann, oder die großen Heater rüberstellen. So, ganz rudimentäre Sachen. Ja, Magnesium auf jeden Fall. Dann haben wir die großen, die Grundsachen haben wir dann eigentlich drüben, ne? Ja, Eis ist halt die Kühlschrankgeschichte. Das kommt hier einfach mit rein, weil wir eh nie so viel Eis auf Vorrat haben. Gut. Dann haben wir das sortiert. Oh, das habe ich nah gemacht. Hoppala. Boah, ich hoffe, man kann nicht die Basis selber abbauen, wenn man drin steht. Boah, das wäre so bitter. Hast du richtig viel aufgebaut und auf einmal reißt du aus Versehen mal das ganze Ding weg. Ach, warte mal, das ist doch eh richtig rum. Ja, klar. Ich hab die ganze Zeit falsch rumgebaut. ja, okay. Ja, nee, warte mal. Kobalt wollte ich hier hin machen, ne? Nee. Dann mache ich hier Magnesium hin. Kobalt mache ich auf die andere Seite. Ja. Ich würde dann auch sagen, ich drehe mal gerade die Schränke um. Da haben wir dann nämlich doch ein Schild dran. Oh Mann, ey. Ich dachte immer, das sind so abgespacede Schränke hier, so, wo ich irgendwie reintrete. Aber gut, haben wir wirklich Türen. Ja, ich mach das mal gerade. So, macht auch durchaus Sinn. Ah. Also. Hier haben wir... Jetzt können wir auch mal die Schilder hier nutzen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir Kobalt. Aluminium. Jo, das passt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, ich habe die ganze Zeit gedacht, das sind so abgespacede Dinge. Na gut. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Wir haben auch schon wieder einen Sturm, aber ohne Metroiden. Leider. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt hier auch einzelne Kisten bauen. Also, es läuft. Es läuft sehr, sehr gut. Und, genau. Wir können jetzt langsam auch die anderen Sachen rüberholen. Ich glaube, ich würde dann Iridium als nächstes nehmen. Weil das ist auch der nächste Schritt, theoretisch. Fabric brauchen wir gerade nicht. Genau, nehmen wir Iridium rüber, daneben machen wir dann, glaube ich,
Dingens. Uran. Soll ich mache von innen nach außen, würde ich sagen. Das heißt, ich werde die hinter mir nochmal gerade umtauschen. Ja, nice. So. Gut, das hätten wir. Wir haben ein echt cooles Lager. Wir könnten dahingehend auch weiterbauen. Und die wollte ich umsetzen, ne? Die wollten wir doch vorne hin machen. Ja, braucht doch gar nicht so viel Platz. Machen wir hier vorne hin. Erstmal provisorisch. Weil wir das alles noch umlegen müssen. Genau. Nice. Dann haben wir hier eine ganz schöne Sortierung drin, wie ich finde. So, Schrank wieder richtig rumbauen. Genau. Das passt. So, die Crafting-Station könnten wir theoretisch hier vorsetzen. Könnte aber ein bisschen eng wirken. Vielleicht bauen wir da auch irgendwie hier rein. Aber so einen Raum meine ich, ne? So einen Raum in leer finde ich ganz, würde ich ganz cool finden. Wenn es das geben würde. Crafting-Station, die habe ich gesagt, bauen wir hier rein. Wo ist denn die erweiterte? Hier. Ja, oder die bauen wir hier rüber. Ach komm, wir bauen beide erstmal hier rüber. Aber ich finde, ach komm, ich finde das so cool, dass sie genau hier reinpasst. Fast sogar ohne Einkerbung. Ich finde das so cool, wir lassen es jetzt erstmal da stehen. So. Die Sachen brauchen wir auch nicht so oft. Die können wir nämlich hier lassen. Hä? Ah, jetzt. Ich glaube, das war ein Spielfehler. Okay. Kühlschrank können wir erstmal hier stehen lassen. Und das eigentlich auch. Wir drehen aber den Schrank um. Wir drehen den mal richtig rum. Gut, dann haben wir hier ganz gut jetzt umgebaut. Da müssen wir irgendwann mal ein Doppelbett draus machen. Das haben wir ja auch schon. Und jetzt müssen wir mal gucken. Genau, so eine Rakete. Was würde denn so eine Rakete bauen? Kosten zu bauen? Müssen wir jetzt erstmal gucken gehen. Da holen wir auch gleich nochmal hier ein bisschen Eis mit. Oder können wir hier? Das läuft das immer weiter? Ja, nice. Okay. Das ist unabhängig vom Regen. Das ist natürlich super. Jo, einfach mal nach oben. Und wir brauchen, ich würde sagen, wir brauchen erstmal mehr, wobei, was brauchen wir eigentlich gerade? Uran, ne? Ja, wir brauchen Uran, theoretisch. Eigentlich brauchen wir beides. Aber Uran haben wir gerade einfach wirklich am wenigsten, weil wir da auch kein Vorkommen für haben. Deswegen Uran. Wir brauchen Super Alloy Rocket Engine. Au. Super Alloy und Rocket Engine. Ah ne, Eis haben wir hier im Kühlschrank. Der bleibt jetzt erstmal falsch rum. Damit da keiner plündern gehen kann.
Super Alloy. Brauchen wir drei, ne? Ne, erstmal gucken wir das hier. Uran, Uran und ein Watt. Okay. Dann vier Super Alloys, also viermal Kobalt. Das ist halt schön, wenn wir was auf Vorrat haben, ne? Viermal Eisen und Magnesium. Oh, das passt gar nicht mehr alles. Silizium, Titan, Alu. Silizium, Titan und Alu. Dann können wir da schon mal zwei bauen. So. Dann brauchen wir noch einen Kobalt. Ach, das war hier. Na, ah, die Sortierung, egal. Magnesium. Zwei Silikon. Oder Silizium. Eisen, Titan, Alu. Titan, Eisen und Alu. Nee. Alu. Muss erstmal noch ein bisschen zurechtkommen damit. Genau, wir brauchen jetzt noch. Ja, eigentlich können wir da schon wieder sagen, eine ganz gute Ladung. Eisen. So, eine Treppe würde ich nämlich auch noch bauen. Und ich frage mich, wann wir Tier 2 vom Fallschirm freischalten. So. Eisen dürfte doch hier drüben noch ein bisschen was sein. Langsam auch echt düster hier. Am liebsten noch ein bisschen mehr Eisen mitnehmen. So. Gut, dann können wir das noch machen. Dann dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen noch drei Kobalt im Nachhinein. Also es waren drei Super... Nee, zwei Super Alloys, eine Turbine und einmal, dreimal Kobalt. Ach, da fehlt uns das Alu wieder. Gut, das haben wir, das haben wir. Ja, dann müssen wir hier mal gerade wieder sortieren. Aber noch einmal. Ne, Kobalt war hier. Das haben wir wieder mitgebracht. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt bauen können. Eine Rakete. Aber das könnte natürlich auch der Grund sein, warum jetzt keine Meteoriten mehr kommen, weil das jetzt abhängig von uns ist. Wir sind geschützt vor Meteoriteneinschlägen durch unsere Atmosphäre. Außer wir lassen die gezielt einschlagen. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Da kommen ganz große Stücke, die nicht verbrennen in der Atmosphäre und dadurch bestimmt. Ja. Oh! Wow! Naja, den großen roten Knopf drücken wir noch nicht. Uff, ist das Ding groß. Wow! Nice! Richtig cool. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir drücken gleich den Knopf. Wir gehen gerade nochmal schnell einen kleinen Happen essen. Und dann schicken wir das Ding in den Himmel.
Oh, Anordnung war wieder so wie vorher auch. Okay, sauber. Oh, warte mal, wir haben einen Super-Alloy zu viel gemacht. Ach, stimmt, wir hatten drei. Stimmt ja. Aber macht ja nichts, das brauchen wir ja eh später wieder. Okay, das triggert mich jetzt doch irgendwie ein bisschen, wo ich das weiß. Ich drehe den mal gerade rum. Achso, da ist noch Wasser drin. Das haut echt, ne? Genau, das waren die Sachen. Aber sortieren und schon sieht's gut aus. So, seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit für diesen Raketenstart? Ach, ich freue mich drauf. Und natürlich auch wieder ein fetter Hitzebonus. Und ich drücke. Los geht's! Ich weiß halt nur nicht, sollen wir uns jetzt in Deckung begeben oder... Oh, da kommen sie schon. Wow! Ne, doch nicht. Da. Hä? Das waren nur diese kleinen Partikel. Ich dachte gerade, hier, ich dachte gerade, das wären die. Ne, aber da kommen sie schon mal. Au! Okay, falsch, hat überhaupt nichts abgefangen. Direkt gegenüber. In die Basis. Da leuchtet's. Oh, der kommt böse. Okay. Der hier hat sich schon ein bisschen mehr gelohnt. Hoffentlich ist das nicht so nach dem Motto, ein Blitz schlägt niemals an der Seite zweimal an derselben Stelle ein. Ich hoffe, ich bin jetzt hier sicher. Aber sieht geil aus. Das leuchtet auch so schön grün. Der hier hat sich mega gelohnt. Ah, wobei, hier sind sogar zwei eingeschlagen, ne? Ah, da komme ich nicht ran. Schade. Müssen wir mal gucken, wenn die Teile weg sind. Wir brauchen auch langsam wieder Sauerstoff. Mega. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sieht aber auch gar nicht so aus, als wäre das irgendwo da drin. Ich glaube eher, der ganze Stein ist irgendwie was. Vielleicht müssen wir da den Ore-Extractor ransetzen oder so. Ich hoffe nur, dass die Sachen auch liegen bleiben dann. Zum Glück haben wir hinten noch den Außenposten stehen, den holen wir uns nämlich jetzt. Beziehungsweise da gehen wir jetzt mal gerade rein und dann atmen wir mal kurz durch. Oder besser gesagt, füllen unseren Sauerstoff wieder auf und dann schauen wir mal, was das andere so gebracht hat alles. Ja. Oh, hier drauf. Komm ich da hin? Oh, komm schon. Oh, da komme ich leider nicht ran. Aber nicht verkehrt. Ein geiler Uranboost. Er ist genau dazwischen gefallen, ne? Ich stehe so kurz davor. Da braucht wahrscheinlich nicht mal ein Millimeter da noch dazukommen. Okay, scheiß drauf. Da hinten liegt ja auch noch was.
Ich frage mich, ob ich den, wo ist er? Ob ich den hier noch befüllen muss. Stimmt, da brauchen wir drei Super Alloys. Und eins haben wir schon wieder. Wir müssen auch gleich, wir gehen jetzt erstmal gerade zurück und dann gucken wir mal auf den Hitzemonitor. Da haben wir ja 1000 Bonus, also 1000% Bonus. Hoppala. hier. Oha. Krass. Das geht ab. Liquid Water läuft auch richtig gut. Bin ich mal gespannt, ob wir das in dieser oder in der nächsten Folge zu sehen bekommen. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Und wir haben noch nicht mal alles abgeholt. So, dann brauchen wir Super Alloys. Alloys. Ich tue das jetzt erstmal gerade hier rein. Zwei Kobalt, zwei Eisen, zwei Magnesium. Holen wir erstmal von draußen. Zwei Kobalt, zwei Eisen, zwei Magnesium. Sollte sich einrichten lassen. Und hier liegt auch schon wieder was. Boah, ist das geil. Vor allen Dingen, ich feiere es halt wirklich sehr, dass das so schön leuchtet. Oh, das ist schon abgehauen. Zwei Kobalt, zwei Eisen, zwei Magnesium. Immer her damit. Hier liegt auch wieder Eisen. Na komm. Dann gucke ich doch gleich mal hier so eine Tür. Brauchen wir Silizium und Titan. Da ist Silizium. Ja, passt. Ja, dann machen wir auf der anderen Seite jetzt auf jeden Fall noch einen Eingang. Ich bin nur am Überlegen, ob wir oder wie wir das am besten machen. Vielleicht machen wir auf der, ja, ich glaube, wir machen auf der linken Seite einfach einen Eingang. Und nicht hinten geradeaus durch, wo wir dann rumbauen müssen. Naja, oder? Wir sind ja auch schon ziemlich in die Länge. Vielleicht, wir sollten eigentlich auch mehr in die Breite gehen, ne? Oh, nice. Machen wir erstmal dahin. Ah, cool. Kannst du. Ja, das kann er auch. Sauber. Und schon können wir hoch. Das finde ich gut. Mir gefällt die Basis langsam richtig gut, muss ich sagen. Also. Ich freue mich darüber. Kobalt, zwei Eisen, zwei Silizium. Das hätten wir. Was brauchen wir als nächstes? Zwei Titanen. Ach nee, warte mal. Silizium habe ich weggetan. Bei Kobalt, Eisen, Magnesium war es. Titan und Alu. Alu brauchen wir langsam wieder. Titan liegt an jeder Ecke eigentlich. Jo, das hätten wir. Dann können wir hier schon mal unseren Stab rausnehmen. Das Laserschwert von Yoda. So, dann haben wir alles beschrieben. Gut, wo waren wir dran? Da wollten, nee, da waren wir noch nicht dran. Wir wollten hier ran. Da brauchen wir... Warte, was?
Ich hab doch... Ach nee, das habe ich hier noch drin, ne? Habe ich das... Ja. Und ein Wasser. Oh, muss der raus? Ach, der muss raus. Hoppala. Ja. Wollen wir da hin? Wow. Oh. Was könnte schief gehen? Wir sind wieder über 100. 86 bringt er uns. Aber wo waren wir dann eben? Wow, krass. Oh, wir verbrauchen fast so viel wie mein Equipment. Liquid Water? Wo? Hier. Hey. Aber irgendwie... Na gut, irgendwo wird jetzt Wasser erscheinen. Hier noch nicht. Oder vielleicht schmilzt das Eis gerade und macht so langsam ganz kleine Pfützen. Müssen wir im Auge behalten. Ja, jetzt haben wir hier einen massiven Bonus. Biomass. Wie könnten wir Biomass erhöhen? Wir haben halt kaum was, ne? Glaube ich. Davon müssen wir eigentlich auch welche bauen. Wo stehen wir denn hier gerade? Was ist denn... Also wir bauen auf jeden Fall Osmium. Also hier sind wir eigentlich ganz gut im Fortschritt, würde ich sagen. Oh, Backpack 5 kommt bald. Kommt Heater 4, 63 ppb. Oha. Wir brauchen viel mehr Sauerstoff. Wir brauchen, hoppala, viel mehr Sauerstoff. Mega TI. Terraformation, da haben wir 3. Ach, da steht es doch sogar. Das ist nice. Hier nähert sich rasant der Algengenerator. Okay. Ist bei Mikro. Das ist noch ein bisschen hin. Ja, das ist noch ein bisschen was. Dann haben wir hier bei Hitze, wo wir gerade voll reingehen. Reaktor T2. Aha. Okay. Flower Spreader. Aha. Oh, extra. Ja, da müssen wir wirklich tatsächlich jetzt auf Hitze gucken. Also da ist jetzt der nächste Schritt wirklich zu sagen, okay, wir müssen das mit der Höhle im Auge behalten. Hier fände ich es halt ganz cool, wenn irgendwie... Ach so, warte mal, das... Ah, das generiert Biomasse. Okay, ich verstehe. Da sollen wir da ein paar von bauen. Lakes. Oh, okay, nice. Es geht alles richtig gut voran. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber erstmal wieder einen kleinen Cut, weil wir nämlich schon wieder am Ende einer Folge sind. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir hier weitermachen, was so der nächste Schritt gerade ist. Aktuell müssen wir erstmal nur warten. Wobei eigentlich ja auch schon bei 100 NK. Oder war das 100.000 NK? Nee, 100.000 NK wäre... Nee. Bei 100 NK sollte ja eigentlich das schon schmelzen. Egal, müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ist halt nur die Frage, was jetzt als nächstes, bevor das mit dem Osmium kommt. Und dann schauen wir mal. Macht's gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.